Liebe Studierende, bei der European Higher Education Fair 2024 heiße ich Sie herzlich willkommen. Sie alle stehen vor wichtigen Entscheidungen. Für einen Teil des Studiums ins Ausland zu gehen, ist ein großer Schritt. Sie haben die Freiheit, aus einer Vielzahl von spannenden Ländern auszuwählen, die Ihnen offen stehen. Eines davon ist Deutschland. Es ist ein vielfältiges Land mit einer reichen Kultur, großer Gastfreundschaft und einer exzellenten Bildungslandschaft. Während der European Higher Education Fair in Tokio und Kyoto sind die Kolleginnen und Kollegen vom DAAD sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten verschiedener deutscher Bildungsinstitutionen für Sie da. Sie hören Ihnen zu, beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ich lade Sie herzlich ein, dieses Angebot zu nutzen. Premierminister Kishida hat das ambitionierte Ziel vorgegeben, bis 2033 die Anzahl japanischer Studierender im Ausland auf 500.000 sowie die Anzahl ausländischer Studierende in Japan auf 400.000 zu erhöhen. Im Einklang mit dieser Initiative kann ich Ihnen sagen, die Türen in Deutschland stehen Ihnen offen. Deutschland und Japan haben eine lange Geschichte wissenschaftlichen Austausches. Über 800 universitäre Partnerschaften kennzeichnen den regen wissenschaftlichen Austausch zwischen unseren Ländern. Sie, liebe Studierende, haben also eine große Auswahl, um sich die Stadt, die Universität und das Programm auszusuchen, die Ihren Interessen am besten entsprechen. Nicht zuletzt dank dieses vielfältigen Angebots ist Deutschland als Land im Herzen Europas jedes Jahr Gastland einer großen Zahl japanischer Studierende. Für die deutsche Bundesregierung nimmt der Studierendenaustausch einen hohen Stellenwert ein. Zwischenmenschliche Begegnungen und gegenseitiges Verstehen legen den Grundstein für politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es ist auch ein wichtiger Teil des Fundaments, auf dem die deutsch-japanische Freundschaft beruht. Auch auf der individuellen Ebene bietet ein Auslandsstudium Ihnen viele Vorteile. Sie lernen eine neue Sprache, schließen Freundschaften und sammeln Erfahrungen fürs Leben. Dieses Wochenende haben Sie die Wahl zwischen einer großen Anzahl an Ländern. Lassen Sie mich Ihnen daher einige konkrete Gründe nennen, wieso ein Studium in Deutschland die richtige Entscheidung für Sie sein könnte. Erstens, deutsche Universitäten haben in der Breite ein außerordentlich hohes akademisches Niveau, das weltweit angesehen ist. Deutsche Abschlüsse genießen auch international einen guten Ruf. Zweitens, Sie müssen nicht perfekt Deutsch können, um bei uns zu studieren. Zahlreiche Curricula werden neben Deutsch auch auf Englisch angeboten. Drittens, deutsche Universitäten verlangen in der Regel keine Studiengebühren. Sie zahlen stattdessen einen geringen Semesterbeitrag, der unter anderem auch die Kosten für ein Ticket im öffentlichen Nahverkehr abdeckt. Darüber hinaus können die Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Akademischen Austauschdienst Sie über weitere Möglichkeiten der Unterstützung, zum Beispiel durch Stipendien, beraten. Viertens, wenn Sie in Deutschland studieren, sollten Sie es sich nicht entgehen lassen, das Land und seine europäischen Nachbarn zu entdecken. Die zentrale Lage im Herzen Europas ermöglicht es Ihnen, unkompliziert und schnell viele tolle Ziele in Europa zu bereisen. Ich wünsche Ihnen zwei informative Tage auf der European Higher Education Fair. Die Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Bildungsinstitutionen sowie unsere europäischen Freunde sind für Sie da, um Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Ich würde mich sehr freuen, Sie bald in Deutschland und Europa als Austauschstudierende begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.